Jetzt haben Sie gerade Ina Hauffe gehört. Vielleicht ist Ihr Herz beschwingt. Vielleicht geht es schon diesen Weg, den so viele Menschen hier in Weißenturm gehen. Den Stationenweg von der katholischen Kirche zur Kapelle. Ich freue mich, dass wir heute hier unter dem Titel Geh unter der Gnade Gottes dieses kleine Filmchen drehen dürfen. Ich freue mich, dass das Ehepaar Wagner da mitwirkt. Und jetzt nehmen Sie sich Zeit, konzentrieren sich ein wenig und beten mit uns. Herr Jesus Christus, wir haben uns hier am Stationsweg in Weißenturm und vor den Endgeräten zu diesem Gottesdienst versammelt. Wir denken an dein Leiden. Du bist diesen schweren Weg nach Golgotha ja für uns Menschen gegangen. Du hast die Schuld der Welt getragen. Dazu gehört auch unsere persönliche Schuld. Du hast all die Last der Menschheit auf dich geladen, um uns Menschen zu erlösen und uns eine Tür aufzutun zum Vaterhaus Gottes. Dafür danken wir dir von Herzen und wir bitten dich, richte unseren Sinn auf dich aus. Herr, du kannst all die Menschen verstehen, die Leid ertragen müssen, weil du selbst das Leid dieser Welt aushalten musstest. So bitten wir dich, lass uns in diesem Gottesdienst deine aufrichtende Nähe erfahren. Sprich in unser Leben hinein. Stärke durch diesen Gottesdienst unseren Glauben an dich. Amen. Ich glaube, Sie spüren es. Sowohl den Stationenweg hier hochzukommen, das kann beschwerlich sein, als auch im eigenen Leben sein Kreuz zu tragen. Und ich glaube, Sie spüren es auch. Wenn man hier oben an der Kapelle ist, kann sich erholen, kann man die Gnade Gottes spüren. Geh unter der Gnade, trägt den Predigttext, ist die Überschrift des Predigttextes, der nun verlesen wird. Der Herr sprach zu Mose, sag Aaron und seinen Nachkommen, dass sie die Israeliten mit diesen Worten segnen sollen. Der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und schenke dir Frieden. So sollen sie meinen Namen unter den Israeliten weitergeben. Und ich werde sie segnen. Geh unter der Gnade. Ja, das ist auch so gemeint. Nimm deinen Lebensweg, dein Gehen unter der Gnade Gottes wahr. Denn wir erarbeiten uns nicht alles im Leben. Manches bekommen wir geschenkt. Und wenn am Ende dieser Predigt Ihnen noch mal ein Stück deutlich ist, Gott strahlt auf mich herab, Gott tut mir gut, dann sind Sie auf dem Weg, auf den ein Kreuzweg einen führen soll, nämlich zum Kreuz Jesu Christi und zur Auferstehung und zum Aufleben. Da ist dieser aaronitische Segen, ja so heißt der, den Sie schon oft gehört haben im Gottesdienst, den Heinrich Wagner gerade verlesen hat, dankenswerterweise. Ein Text, der ist gar nicht so leicht verständlich. Zunächst einmal müssen wir die Segensarten des Alten Testamentes unterscheiden. Es gibt die Segenszusage und die Segensbitte. Die Segensbitte ist klar erkennbar durch: Der Herr segne dich, er möge dich segnen. Und die Segenszusage lautet: Der Herr segne dich jetzt und deutlich. Und da spricht nun Gott zu Moses. Denn Moses kann nicht so toll reden. Ein Mensch wird von Gott in Anspruch genommen, der nicht perfekt ist.
Genau wie zumindest ich und vielleicht auch du. Und auch sie. Ich jedenfalls bin nicht perfekt. Und diesen nicht perfekten Moses, den nimmt Gott unter die Fittiche und sagt zu ihm: Sag Folgendes zu Aaron. Aaron ist sein Bruder und wird später als Stammvater der Priester des Gottesvolkes bezeichnet. Und Aaron soll zum Gottesvolk sagen, und da gehören die Israeliten zu, als erstes Gottesvolk. Und das ganze Gottesvolk auf Erden ist hinzugekommen. Ja, sie. Genau sie. Sie gehören auch dazu. Und auch ihnen sagt Gott, jetzt wo sie am Empfangsgerät gerade sitzen: Der Herr segne dich und behüte dich. Das zeigt, Segen will von uns empfangen werden. Manchmal geht der Segensspruch an uns vorbei, weil wir innerlich gar nicht darauf konzentriert sind. Segen hat mit Behütung zu tun. Gott möchte, dass wir seine Behütung wahrnehmen im Leben, auch wenn wir unser Kreuz zu tragen haben. Und dass wir gucken, wo können wir als Werkzeuge Gottes selber behüten. Im Segensspruch sagt er: Ich will mein Angesicht leuchten lassen. Dahinter steckt die altorientalische Gottesvorstellung und die hellenistische Gottesvorstellung, dass die Götter oben auf dem Berge wohnen. Oben, da wohnen sie. Manche Religionen haben die Sonne auch als Gott verehrt. Und so wie die Sonne auf die Menschen herabstrahlt, so möchte Gott unser Leben erstrahlen. Mein Antlitz leuchte über dir. Gott möchte uns anstrahlen, zum Leuchten bringen. Und jetzt ist es so. Wir machen gleich eine Zeit der Stille. Und dann können Sie Gott sagen, was Sie für richtig halten, was Sie bedrückt, was Sie erfreut, dass Sie wirklich von Herzen aufatmen und die Strahlen Gottes in Ihrem Leben spüren. Ja, und zum Schluss des Predigttextes ist es so: Das soll Aaron dem Gottesvolk weitersagen und alle Priester und immer wieder. Und jetzt lade ich Sie ein, wie das Luther sagt und viele andere auch: Seien Sie Priester, leben Sie segensreich, nicht als Zwang, sondern als Zusage Gottes. Strahlen Sie die Liebe Gottes weiter zu sich, zu anderen und wo auch immer sie Gutes tut. Amen. Wir stehen hier an einem wichtigen Punkt eines alten Pilgerwegs. Pilgern, das heißt, sich auf den Weg machen, Vertrautes verlassen, ein Ziel suchen. Es sind oft weite Wege, zum Beispiel nach Santiago de Compostela, und manchmal ganz nah, zum Beispiel der Pilger- und Wallfahrtsweg von Breisig nach Koblenz-Lützel zu Maria-Hilf-Kapelle. Da sind auch Pilger jahrhundertelang gewallfahrtet und kamen durchs Rheintal bis nach Weißenturm. Und wenn jetzt die Sicht hier besser wäre, könnten Sie sehen, dass Koblenz da liegt. Der Rhein macht ja eine Riesenschlaufe. Und die haben den Weg insofern abgekürzt, als die Pilger unten im Tal an der ersten Weißenturmer Kapelle, die stand so ungefähr da, wo jetzt das Vereinshaus steht, hier den Aufstieg gemacht haben auf den Frauenberg, den Ausläufer des Kettiger Bergs zum Rhein hin. Da ist natürlich gebetet worden. Und man kam auch außer Atem, denn gerade das erste Stückchen ist ja
ziemlich steil. Und darum war da die Herausforderung, den Anstieg zu überwinden, zwischendurch mal zu verschnaufen, und als Gebet bot sich an der Kreuzweg. Wie gesagt, das war ein alter Wallfahrtsweg, in heutiger Form als Stationsweg, also Kreuzweg, angelegt von weißen Turmern im 19. Jahrhundert. Errichtet auf die Initiative der Weißen Turmer, der Türmer, wie das damals hieß, ist also von der Bevölkerung gewünscht und von der Bevölkerung auch gebaut worden. Viel in Eigenleistung, viel wurde gespendet hierfür und auch für andere Dinge. Die Türmer haben in damaliger Zeit, auch heute noch, oft die Initiative ergriffen und oft gespendet. Das kann man noch nachlesen, wer das nachlesen will. Also ein Stationsweg, ein Kreuzweg. Das Pendant zum Stationsweg sind die sieben Fußfälle, besonders hier in der Eifel beliebt. Ein Stationsweg hierauf bot sich an, er geht immer bergauf, wie der Kreuzweg Jesu. Wenn man jetzt über den Stationsweg geht, sieht man die Wegbefestigung, die Mäuerchen, die da sind. Das sind besondere Steine, Schaumlava und Schmelzvlies. Die Leute haben sich damals ziemliche Arbeit gemacht, haben viel in Eigenleistung gemacht. Meine Oma hat mir erzählt, dass die Leute die Steine teilweise von der Insel gebracht haben, teilweise in Idar-Oberstein geholt. Das sind die, wenn Sie mal sehen, wenn Sie mal hier drüber gehen, die mit Schmelzvlies. Die sehen ja richtig wunderschön aus, wie mit einer Lasur überzogen, aber reine Natur. Wie jeder Ölberg hat und wie der Kreuzweg hat dieser auch 14 Stationen. Ja, und am Ende dieser Stationsweg steht diese Kapelle auf der Höhe, also wie Golgatha. Früher beinhaltete diese Kapelle eine Kreuzigungsgruppe. Jesus am Kreuz mit Maria und Johannes daneben. Leider sind diese Figuren zerstört worden. Und man hat dann hier eine andere Figur reingestellt, die wurde auch gestiftet. Das ist die sogenannte Biafra Madonna, eine sehr moderne Darstellung der Pietà. An der Seite ist auch noch in Eigenleistung von weißen Turmern ein Keramikrelief angebracht worden. Das stellt die sieben Werke der Barmherzigkeit dar. Ach, wir können noch sagen, der Stationsweg wird natürlich auch heute noch benutzt für den sogenannten Kreuzweg, also einen Fußweg, wenn es eine besondere Andacht. Kreuzweg, in diesem Jahr musste das leider ausfallen wegen Corona, aber am Palmsonntag findet das immer noch statt. Früher haben die Leute das auch in eigener Initiative oft gemacht, dass sie hier privat den Kreuzweg gegangen sind und die sieben an den 14 Stationen, die 14 Leidensstationen gewürdigt haben und da meditiert haben. Vater im Himmel, von deiner Liebe leben wir, auf deine Vergebung sind wir Tag für Tag angewiesen. Du kennst unser Leben, du weißt, was wir richtig oder falsch gemacht haben. Vor dir ist nichts verborgen. Deswegen bekennen wir vor dir unsere Schuld und bitten um Vergebung. Du möchtest, dass wir dich von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all unseren Kräften lieben. Wir aber denken allzu oft nur an uns selbst. Es fällt uns schwer, unser Leben an deinen Geboten auszurichten. Deshalb bekennen wir vor dir unsere Schuld und Sünde und bitten um Vergebung. Du bist der Richter der Welt und wirst auch einmal über unser Leben urteilen. Wenn wir daran denken, müssen wir gestehen, dass wir dir und anderen vieles schuldig geblieben sind. Deshalb bekennen wir vor dir unsere Schuld und Sünde und bitten um Vergebung. Du hast uns aufgetragen, dass wir unseren Mitmenschen lieben sollen wie uns selbst.
Wir aber haben die anderen oft vergessen und übergangen. Deshalb bitten wir dich, vergib uns unsere Schuld. Herr, wir bitten dich, lass uns als Menschen, die in der Gewissheit deiner Vergebung leben, auch anderen vergeben. Amen. Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinem Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe. Alte Stunden, alte Tage, lässt du zögernd nur zurück. Wohl vertraut wie alte Kleider, sind sie dir durch Leid und Glück. Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinem Frieden. Was auch immer du tust, geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Neue Stunden, neue Tage, zögernd nur steigst du hinein. Wird die neue Zeit dir passen? Ist sie dir zu groß, zu klein? Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinen Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Gute Wünsche, gute Worte wollen dir Begleiter sein. Doch die besten Wünsche münden alle in den einen ein. Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinen Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinen Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich habe mal bei Wagners ein Glas Wein getrunken und das war schön. Ich sage Ihnen jetzt nicht, wo Sie wohnen, sonst besuchen alle Sie. Aber ich möchte als herzlichen Dank für die Mitwirkung in diesem Gottesdienst und für so viele Dinge, die Wagners fürs Christentum, für die Kirche und für die Ökumene tun, da möchte ich Ihnen diesen Gemeindewein schenken. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben
und ihr seid mit Freude Reben am Weinstock Gottes. Herzlichen Dank für diesen Gottesdienst. Vielen Dank, das haben Sie ganz lieb gesagt. Dankeschön. Ich lade Sie ein, wenn Sie das möchten, Sie müssen es nicht, mal die empfangende Segenshaltung zu machen. Der Herr segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. Jetzt haben Sie die Sally gehört mit Geh unter der Gnade. Sie können sich selber hören. Ab und an, und das fordern wir ja auch immer wieder auf, kriegen wir Beiträge zu unseren Gottesdiensten eingeschickt. Das war auch hierfür der Fall. Und dann möchte ich Ihnen noch eine Kleinigkeit erzählen. In dieser Woche sprach ich mit einer Philippinin, die schon lange in Deutschland lebt und in Bottrop wohnt. Und wir haben ja nicht so viele Zuseher, aber sie sagte zu mir, wissen Sie, am Freitag, da gehe ich zu einer alten Dame und zeige ihr dieses Video und ich hoffe immer wieder, dass es ihr gut tut. Wenn Sie das nachmachen wollen, herzlichen Dank. Und wenn Sie bei uns am Set sein wollen, wir drehen nächste Woche Donnerstag 16.30 Uhr Beginn auf dem Weißenturmer Bahnhof. Herzlich willkommen. Und jetzt genießen Sie noch das Nachspiel von Ina Haufe. Und sie lässt ausrichten. Haben Sie Lust, mit ihr zu singen? Dann geht das online. Rufen Sie mich mal an. Gleich kommt ja die Kontaktadresse, wie Sie online im Chor mitmachen können. Herzlich willkommen. Tschüss. Wie Schatten der Wand.